Oh, mein Kopf, wo bin ich hier? Und was ist denn hier los? Oh mein Gott, was ist denn hier? Das sind ja voll viele YouTuber. Was wollen die von mir? Lass mich in Frieden. Oh mein Gott, was soll das hier? Oh mein Gott, Leute, hier, wir haben einmal Dr. Banks, Chaos Low, Lumex. Da hinten ist noch Paluten, Alphastein, iCrimex. Was wollt ihr von mir? Lasst mich in Ruhe. Oh mein Gott, hilft mir denn niemand? Hilfe! Danny, hier hinten. Hier hinten. Ja. Oh mein Gott, da bist du. Was ist hier los? Was geht hier ab? Ich weiß es auch nicht, was hier los ist, aber wir müssen irgendwie hier entkommen. Und wie soll ich das anstellen? Ich bin umzingelt von Tausenden von YouTubern. Weiß es nicht, aber hier hinten ist anscheinend eine Militärbasis. Oh, da. Wir müssen da irgendwie hin, Leute. Aber wie? Okay, Buffalo, auf drei, okay? Ja, okay, ich laufe schon mal hier zum anderen Baum. Drei, und? Zwei, eins und go! Schnell, Buffalo! Die verfolgen mich! Ah, die macht Schaden! Buffalo, wow! Okay, schnell! Ist mir durchgekommen! Renn! Oh Gott, sind die schnell! Renn, oh mein Gott! Wir brauchen Sachen, um die zu besiegen! Oh mein Gott, schnell hier hoch, Leute! Schnell den Berg hoch, schnell! Oh Gott, die verfolgen uns! Also zum Glück sind das nur vier Stück! Oh mein Gott, Andy! Was machst du denn hier? Schnell! Alter, Andy, was machst du denn hier? Alter, ich wurde auch von diesen YouTubern verfolgt und ich habe mich aber hier versteckt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will nicht mehr! Was ist denn los, Buffalo? Dreh jetzt bitte nicht am Rad! Ganz ruhig! Jetzt chillt doch mal, Leute! Chillt! Oh Gott, Leute, ich glaube, ich stell mich einfach tot. Ich glaube, ich gebe auf! Jetzt chillt doch mal, guck mal! Jetzt hör doch mal auf zu heulen, Buffalo! Ganz ruhig! Hier ist eine alte Militärbasis und hier sind bestimmt ein paar Sachen, die uns behilflich sein können, eine krasse, sichere Base zu bauen. Oh, das klingt doch mal mega cool, Leute! Yay! Ja, das ist richtig cool! Was haben wir denn hier? Wow! Guck mal, Buffalo, in dieser Kiste! Hier sind richtig viele Sachen, Stacheldraht, Fallen, Lava. Ich glaube, Leute, in diesem Video haben wir nochmal Glück gehabt. Wir können jetzt hier gleich eine richtig krasse Militärbase bauen. Wem winkst du da? Wo? Guck mal da hinten, da guckt ein Kopf. Da ist ein alter Soldat, Leute, mit dem sprechen wir auch gleich. Lass schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit wir das hier auch wirklich schaffen. Oh, Buffalo, guck mal hier in der Kiste, hier sind Werkzeuge. Eine Spitzhacke. Oh, wie cool. Eine Diamantaxt, eine Diamantschaufel und damit können wir eigentlich anfangen, direkt erstmal einen sicheren Bunker zu machen, weil gleich werden wahrscheinlich diese ganzen YouTuber diese Tür da kaputt kriegen und dann werden wir uns angreifen, Leute. Wenn das nicht verpassen wollen, bleibt bis zum Schluss dran, dann wird eine krasse Schlacht entstehen, die YouTuber gegen die sichere Base von uns. Ich würde sagen, Buffalo, baust dich mal unten und ich gehe mal mit diesen Soldaten da sprechen, okay? Ja, ich suche schon mal, ob wir hier was finden. Okay, so. Was ist das denn hier? Oh, guck mal, Leute. American... Was? Wie kann man einfach Waffen craften? Aber wir brauchen dafür Eisen, wir brauchen Holz, Schwarzpulver. Das haben wir alles nicht, Leute. Ach, Mann, wer ist das hier? Hallo? Wer bist du? Hallo. Ich bin ein alter Soldat. Ja, das kann ich sehen. Und kannst du uns irgendwie helfen? Da hinten ist eine ganze YouTuber-Armee. Was ist denn YouTube? Was? Du kennst YouTube nicht? Naja, egal. Das ist eine lange Geschichte, aber kannst du uns helfen, wie wir hier das überleben sollen? Ja, mach mal Rechtsklick auf mich. Oh! Der verkauft ja Eisenbarren, Schwarzpulver und das Holz, damit wir uns Waffen craften können, aber kannst du uns das nicht einfach umsonst geben? Wir sind gerade alle in Lebensgefahr, du auch! Aber ich muss doch auch von etwas leben. Ich brauche Geld. Das macht doch gar keinen Sinn. Wenn du uns nicht hilfst, dann werden wir alle draufgehen. Oh, tut mir leid. Ich halte an meinen Prinzipien. Entweder ihr gebt mir diese Rainbow Gems oder ihr kriegt nichts. Oh mein Gott, was ist das denn für ein sturer Soldat, Leute? Okay, hoffentlich finden wir hier ein paar, was ist das? Oh, du hast hier so eine Luke gebaut, Buffalo. Ja, aber ich komme hier nicht runter. Weil hier sind so Blöcke. Guck mal, hier sind so unsichtbare Blöcke, die musst du wegmachen. Okay, Leute, wir werden jetzt gucken, ob wir ein paar Rainbow Gems finden und bauen es erstmal schon mal hier nach unten. So. Gucken wir mal, was Buffalo so gemacht hat. Wow, ich bin voll tief. Ich hab schon was gefunden. Hallo, Buffalo. Wo bist du? Warte, ich komme. Wow, wow! Ist das hier dieses Rainbow Gem? Oh mein Gott, Leute. Ja. Okay, wir müssen das auf jeden Fall. Warte, ich baue das hier schon mal ab. So, eins. Zwei. Wie kriegen wir daraus denn diese Gems? Müssen wir das schmelzen? Ich glaube schon. Okay, pack mal in dein Inventar. Okay, schmilzt du es, oder? Schmilzt du es? Ich gehe wieder hoch, Leute, und fange an, die Basis oben zu bauen. Und Andy, dann brauchen wir die nicht. Erstmal die Luke können wir zum Schluss machen.
Ich habe eine bessere Idee, wie ich mich nützlich machen kann. Ich gehe zu der Wand da hinten und check, ob die YouTuber durchkommen. Wenn die durchkommen, schlage ich Alarm. Oh, das ist eine richtig gute Idee, Andy. Okay, dann geh du da hin und sag uns dann Bescheid. Okay, Leute, wir haben hier schon 15 Gems. Ich hab, oh, warte, ich nehme mal ganz zu diesem Kameramonitor. Wow, hier ist eine Kamera aktiviert, Buffalo. Warte. Was, wirklich? Ja, das ist eine Kamera von draußen aktiviert. Ich kann ganzen YouTuber sehen, Buffalo, wie die da alle warten, uns anzugreifen. Oh mein Gott, Leute. Okay, das ist sehr wichtig. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kameras. Und was machst du da, Buffalo? Ich mach schon mal einen Lavagramm. Oh, das ist richtig schlau. Und ich gehe jetzt mal mit diesem alten Soldaten quatschen, ob er uns mal was verkauft. So, du gieriger alter Soldat, ich habe hier deine Rainbow Gems. Ja, endlich, nach all den Jahren. Oh Mann, Alter. So, dann hole ich mir mal ein paar Sachen. So. Okay, jetzt habe ich richtig viele. Danke, alter Soldat, aber mit den Rainbow Gems kannst du hier in der Gegend eh nichts anstellen. Das war jetzt nicht so schlau von dir. Aber egal. So, wir gehen jetzt hier in diese Box und ich crafte mir mal das hier. Ein bisschen Munition. Und jetzt, Leute, haben wir schon unsere erste Waffe. So, die lade ich mal kurz nach. Und bam, Leute. Richtig krass. Und, was haben wir hier noch? Wow, eine Bazooka. Oh mein Gott, Buffalo. Ich habe einfach eine Bazooka. Es wird immer krasser. Ich hab Hoffnung. Auf. Ich habe Hoffnung, Leute, dass wir es irgendwie schaffen können. Oh mein Gott. Aber... Dandy, du musst aufpassen, dass du nicht hier unsere Base kaputt machst. Ja, ich passe schon auf, aber ich überlege gerade, was mache ich als nächstes? Ich habe eine Idee, Leute. Und zwar, ich baue jetzt hier aus Obsidian, weil wir hatten da, glaube ich, ein bisschen Obsidian. So ein Gerüst. Moment, da, so. Oh, ich muss aufpassen, ich habe aus dem Lava hier oben hingemacht. Oh, so. Das ist nicht so schlau, so. Okay, Leute, wir haben hier einen Lavagraben. Da werden diese ganzen YouTuber-Klone nicht durchkommen. Dann haben wir hier schon so ein Obsidian-Gerüst. Jetzt denkt euch, Dandy, die können doch einfach da durchrennen. Nein, Leute, können die nicht. Und zwar, ich habe eine richtig nice Idee. Und zwar haben wir hier drin in unserer Box diese zwei Items. Ihr fragt euch, hä, was ist das? Ich zeig's euch. Und zwar ist das einfach ein Laser, Leute. Und wir werden diesen Laser hier komplett einmal drumherum setzen. Das heißt, der macht richtig Schaden, Leute. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einmal drumherum. Erstmal Laser-Action. So, Leute, der letzte Laser, zack, und zieht euch mal. Dandy, komm mal runter. Ja, warte, ich komme sofort. Oh mein Gott, Leute. Das sieht richtig nice aus. So, warte, ich komme. Was machst du denn? Ja, komm mal runter. Hier, Buffalo. Wow. Alter, es ist aber dunkel. Ich sehe gerade gar nichts. Oh ja, Licht kommt gleich. Okay, perfekt. Alter, hier ist ja noch so ein Rainbow Ass, Alter. Den dürfen wir dem alten Soldaten nicht mehr geben. Der ist schon echt gierig. Wow. Ja, schon, der ist echt gierig. So, ich würde sagen, Buffalo, du baust hier. Ich hole mal ein paar Sachen von oben. Dann können wir das hier ein bisschen upgraden, Leute. Und Andy hat bis jetzt noch keinen Alarm geschlagen. Das heißt, Leute, wir sind noch sicher, wir sind noch in der Zeit. Und wir haben hier noch richtig viele Sachen, die wir machen können. Fallen, Stacheldraht. Und ich nehme mal kurz diese Sicherheitstür. So, Buffalo, ich hole jetzt mal eine richtig krasse Sicherheitstür. Und zwar platzieren wir die einfach hier hin. Dann kannst du da drumherum eine Wand machen und wir beschützen jetzt diesen Rainbow Ork. Keine Ahnung wieso, aber warum nicht? So, und ich würde sagen, ich baue jetzt mal weiter, Leute. Okay, Leute, ich check nochmal die Kamera. Und, oh, was machen die bewegen? Oh Gott, nein! Was machen die? Haben die Kamera entdeckt oder wollen die uns angreifen, Leute? Ich habe keine Ahnung, aber Fakt ist, wir... Oh Gott, warum bin ich unsichtbar? Also jetzt, wir müssen es auf jeden Fall beeilen. Buffalo, wir müssen es beeilen. Die YouTuber sind auf dem Weg zu uns. Ja, ja, ja. Wir müssen uns beeilen, okay? Ja, oh Gott, Leute, let's go. Okay, und wenn die YouTuber uns angreifen, dann sind wir auch im Survival-Modus und dann haben wir ein Problem. So, ich würde sagen, ich mache mal hier drumherum Stacheldraht. Und zwar hole ich mal hier diesen Stacheldraht. So, und zwar platziere ich den am besten... Hier platziere ich erstmal Stacheldraht. So, einmal drumherum. Und dann kommt hier nochmal eine Schicht, eine komplett drumherum mit Sand und Kakteen, Leute, weil die machen auch richtig Schaden. Und dann sollte unsere Base auf jeden Fall sehr, sehr sicher sein. So, zack, 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 zack. Okay, Leute, wir haben jetzt überall Stacheldraht. Und jetzt habe ich eine richtig nice Idee, Buffalo. Und zwar werde ich Kameras platzieren. Damit das hier, Kameras? Ja, damit das hier richtig sicher wird, Leute. Und zwar habe ich hier, haben wir einfach ein Stack Kameras, so, und zack, hier einmal,
Dann hier einmal. Auf jeder Ecke kommen Kameras. Was machst du da, Buffalo? Warum ist hier überall Sand? Für Kakteen? Kakteen? Warte mal, stimmt. Ja. Die machen ja voll viel Schaden. Oh mein Gott. Das ist richtig schlau. Was denn sonst? Oh mein Gott, Leute. Okay. So, alter Soldat, wie gefällt dir die Basis bis jetzt? Kannst du mal ein bisschen Feedback geben? In meinen 100 Jahren, die ich lebe, habe ich noch nie so eine schlechte Basis gesehen. Warte, was? Hast du das gehört, Buffalo? Der was? Unsere schlechte Basis einfach niemals. Schlecht. Was? Leute, schreibt mal in die Kommentare, ist unsere Basis schlecht oder nicht? Also ich würde sagen, die sieht schon mal mega krass aus. Also Leute, wenn ihr nicht der Meinung von dem alten Soldaten seid, dann lasst jetzt mal allen Abo hier auf dem Kanal. 3, 2, 1 und abonnieren. So, alter Soldat, alle haben abonniert. Und weil die nicht deiner Meinung sind. Buffalo, wäre es nicht schlau, die Kakteen 3 hoch zu machen? Man kriegt ja trotzdem Schaden, egal wie hoch die sind. Stimmt, aber sieht cool aus, wenn du 3 hoch machst. So, Leute. Ja, aber dann mach das. Ich mach was anderes noch. Okay, dann mache ich das jetzt mal hier so eine Treppe, Leute. Damit wir auch hochgehen. Weil falls die hier irgendwie durchkommen sollten, Leute, dann sollten wir auf jeden Fall von oben schießen können. Und zwar zack. So, jetzt sind wir hier ganz oben. Da hinten ist Andy. Ich hoffe, dem geht's gut, Leute. Und ich hol mal hier. Habe ich noch Munition? Das muss ich noch craften. Okay, nicht, dass sie uns hören, Leute. Sonst greifen wir uns schon jetzt direkt an. Und das wäre, naja, nicht so toll. Okay, wir haben jetzt hier Lava, Kakteen, Stacheldraht, Laser, Kameras. Und ich glaube, was jetzt noch fehlt, ja, sind... Buffalo, du kannst meine Gedanken lesen. Und zwar... Ja, natürlich. Solche Türme, die automatisch schießen, dann ist unser Bunker wirklich perfecto minecto, Leute. Und ich würde sagen, ich check mal ganz kurz den Bunker ab, was du hier schon fabriziert hast, Buffalo. So. Ja, guck mal rein. Wow, okay. Nicht schlecht, Leute. Im Notfall haben wir hier eine Sicherheitstür. Und dann können wir uns hier verstecken, bis die abhauen. Also wirklich für den allergrößten Notfall können wir uns hier verstecken. So. Und dann würde ich sagen, komme ich jetzt wieder hoch. Und ja, ist eigentlich nice. Warte, bis jetzt. Es fehlt noch eine Sache. Oh. Ich bin im Survival-Modus. Das ist nicht sehr gut, Buffalo. Ich komme auch gar nicht in den Creative-Modus. So, du kannst das noch machen, ne? Du kannst hier noch Sende bauen. Okay, Leute, die Schlacht beginnt gleich, wenn ihr gleich schon so hyped auf diese Schlacht seid. Lasst jetzt allen Like da auf den Kanal. Auf das Video meine ich natürlich. 3, 2, 1, alle liken und vielen, vielen Dank für den Like, Leute. Und jetzt, Buffalo, du bist dann noch am Craften, Danny? Oder? Was ist los? Nee, ich bin auch im Game Mode nur. Oh, aber ich hab zum... Warte, ich craft uns erstmal ein paar Waffen, okay? Leute, das sollte eigentlich klar gehen. Und gleich beginnt die Schlacht. Warte mal, geht's eigentlich Andy gut? Oh mein Gott. Ich guck mal, kurz, nach Andy. Ich hab leider da keine... Okay, die YouTuber sind da. Okay. Da würde ich sagen... Andy, du bist ja zurück. Ja, die YouTuber, die greifen guck an. Mal, die sind durch das Tor geschossen. Guck mal, die YouTuber. Oh mein Gott, oh. Leute. Die gehen durch die Basis. Okay. Hä? Okay, wir haben ein Problem. Und? Oh, bin runtergefallen. Ah, die kommen hier. Ah, nein, nein. Oh, die sind zu stark. Wir haben Probleme. Wir haben richtige Probleme. Oh mein Gott, ich muss wieder hochkommen. Oh, was? Ich glaube, hier haben wir fast alle schon besiegt. Als ob unsere Basis so stark ist. Pass auf. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass wir die besiegt haben. Sicher? Ja, ja. Guck mal, ein paar laufen wieder zurück. Oh, was? Die holen Verstärkung, Leute. Das ist nicht sehr gut. Wir müssen die erstmal alle besiegen hier. Alfie! Okay. Puh. Haben wir erstmal alle besiegt? Das war die erste Welle. Gleich kommen noch mehr, Alter. Oh Gott. Guck mal in den Kameras, ob die sich schon versammeln. Ja, ich guck mal. Oh ja, das war ja noch gar nichts. Das waren ja nur ein paar. Oh mein Gott, wir haben... Und ich dachte, wir wären krass. Leute, wir haben ein Problem. Ich glaube, wartet mal. Ich glaube, wir sollten unsere Basis noch ein bisschen verstärken, oder? Auf jeden Fall, Alter. Wie sollen wir das machen? Was ist das für eine mickrige Basis? Die sieht zwar schön aus, aber wir müssen noch ein bisschen mehr machen. Aber was denn? Lavasee? Kakteen? Wir haben doch eigentlich alles. Ja, wir haben alles. Ich hab doch gesagt, eure Basis ist nicht gut. Früher im Militär, vor 50 Jahren, waren wir aus einem anderen Holz geschnitzt. Ach, sei ruhig, Alter. Du hast gar keine Ahnung. So,
Wuff, hast du eine Idee? Boah, ich weiß ja nicht. Wow, die kommen wieder! Die zweite Runde beginnt! Ja, die zweite Runde beginnt! Ah, die kommen auf die Wand! Okay, wir haben ein Problem. Oh. Schub sie runter, schub sie runter! Ja, ich probiere runter. Oh, Andy, ich steh da doch nicht so rum. Okay. Ah! Ich hab ein riesiges Problem. Oh mein Gott, aber unsere Basis ist stark, Leute. Boah, Sam Lucky! Geh! Alter, was geht hier ab, Leute? Oh mein Gott, aber unsere Basis ist so stark, Alter. Überall sind Fallen, die kriegen so viel Schaden, Leute. Ja. Oh mein Gott. Wow. Alter. Andy, du stehst hier nur rum. Ja, ich bin, hab ich mit denen in der Zeit befreundet, die tun mir nichts. Was? Sei, halt's ab. Oh mein Gott, da hinten. Den muss ich noch kriegen. Oh. Runter mit ich uns. Lauf dahin, ich lauf dahin. Ich lauf in den Gegenangriff. Let's go, Leute. Komm schon. Wir machen jetzt Gegenangriff raus oh hier. Gott, macht der Schaden, macht der Schaden, macht der Schaden. Ja, der macht extrem viel Schaden. Oh. Alter, kommt einer von denen, hat einen Goldapfel getroppt hier. Ich brauche einfach einen Goldapfel. Perfekt. Let's go, Leute. Mal draußen gucken, ob da noch was ist. Wir ja, werden noch jetzt richtig viele. Oh mein Gott, let's go. Oh, ich habe die Tür gesprengt. Das wollte ich nicht. Wow. Alter. Okay, Leute. Da würde ich sagen. Oh. Okay. Das war ein Fehler. Ich muss nachladen. War es ein Fehler? Ah! Die sind richtig schnell. Oh mein Gott, die sind wirklich schnell. Wow. Ah! Warum greifen die mich an? Das sind doch meine Geschütze. Oh mein Gott. Nein. Oh nein, Leute. Schnell. Ich bin so langsam. Nee, der Tom greift dir an. Ja? Oh Gott, ja, nice. Oh mein Gott. Okay. Oh nein, nicht mich angreifen. Warum greift er mich denn an? Ja gut, ich bin halt auch ein YouTuber, ne? Macht vielleicht Sinn. Okay, Leute. Wow, warte. Ich glaube, das war's, oder? Wartet. War's das? Waren das alle? Ich glaube schon, dass das alle waren. Ich glaube, wir haben sie alle besiegt. Oh mein Gott, Leute. Wie krass. Wir haben einfach alle YouTuber besiegt. Oh mein Gott, und so eine richtig krasse Base gebaut. Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Schaut bei Buffalo vorbei und hier links könnt ihr auf ein Video klicken. Das ist auch richtig cool. Klickt mal drauf und wir sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss.